Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Folge 13, der 13. Ja, herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien, der 13. Folge Neulich in Aventurien. Das sage ich nicht einfach nur so, sondern als Warnung an euch da draußen, die ihr zuhört. 13. Folge. Ja, heute mit die unheiligen Dreieinigkeit ist zusammengetreten. Der Onkel Behemoth ist wieder als Gast da. Hallo. Hallo. Und Juli Karls auch noch. Hallo. Und vom letzten Mal haben wir den Mischka einfach zu Hause gelassen, weil der ist uns viel zu ordentlich und viel zu göttergläubig. Weil heute machen wir einen kleinen Deep Dive in die Thematik des namenlosen Gottes. Und da es da ganz, 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 ganz viel Zeug gibt, werden wir wahrscheinlich von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Also seid schon mal gewarnt. Und wir werden Spoiler heute besprechen über einige Abenteuer und Kampagnen, die es vielleicht so gibt da draußen. Also, wenn ihr noch ganz unbedarft seid und alles in Aventurien unbedingt selbst erfahren wollt und erleben möchtet und gerade irgendwelche Kampagnen spielt, wir sagen dann auch die Namen von dem, was wir da irgendwie gleich besprechen, dann müsst ihr irgendwie gucken, wenn ihr so ein Triggerwort hört, so, das spiele ich gerade, dann solltet ihr ihn vielleicht eher ausmachen oder vorspielen. Nur so als Warnung vorneweg. Ja. Der 13. Gott, beim letzten Mal haben wir ja schon so ein bisschen irgendwie darüber schwadroniert, was man über den namenlosen 13. Gott denn so grob zu sagen hätte und über seine Anhängerschaft. Wir haben uns heute mal gedacht, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen an, wo der denn überall auftaucht und wie man ihn als Spielleiter einbauen kann und seinen HeldInnen gegenüberstellen kann. Und wo das in einigen Publikationen passiert. Und ich habe eben, als wir uns vorher getroffen haben, schon mal gesagt, eigentlich ist das ja die größte Wurst, die in Aventurien rumläuft. So. Beim letzten Mal habt ihr gesagt, ah, der ist super mächtig und der ist zwar da oben ins Himmelszelt gekettet, aber der hat trotzdem voll viel Macht und seine Anhänger, die sind irgendwie auch total super ultra mächtig. Und ja, irgendwie kriegt er aber ständig auf die Mütze und kriegt nichts gebacken, oder? Also grundsätzlich möchte ich hier eine Lanze für den goldenen Gott brechen und möchte sagen, das ist sicherlich alles Teil eines großen Plans, den wir einfachen Sterblichen einfach nicht verstehen. Ansonsten, auf kleiner Ebene betrachtet, könnte das so interpretiert werden. Ja. Auf die Mütze hat er gekriegt. Umgekehrt muss man natürlich sagen, geschichtlich mächtig vorhanden, mächtig viel da und schon sehr, sehr lange noch vorhanden. Also er ist ja noch da. Und seit der Geschichte Aventurien fängt ja, keine Ahnung, wie viel tausend Jahre Geschichte kennt man so? Genug, ne? Alle, genau. Alle Jahre. Und der ist immer zu finden, also ist immer da. Vielleicht so ein bisschen wie so ein lästiges Ding, das zwar nicht so richtig groß was auf der Kette kriegt, aber trotzdem immer was hinkriegt, oder? Einfach da ist. Ja, also ihr habt ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass er auch ist auf das letzte Zeitalter hinausläuft mit dem großen Kampf, ne? Also muss er ja irgendwie auch ständig da bleiben, kann er nicht irgendwie total jetzt schon besiegt werden, dann wäre alles vorbei schon, ist langweilig, brauchen wir Aventurien nicht mehr bespielen, ne? Aber als der große Antagonist irgendwie im Hintergrund, als einer der großen Antagonisten im Hintergrund, da gibt es ja noch einige andere, hat er schon einige Sachen versucht, die zwölfgöttliche Ordnung auseinanderzureißen und zu unterwandern und Macht zu gewinnen und Leute zu korrumpieren. Und hat tatsächlich große Wirkkraft innerhalb von Aventurien. Und ich glaube, die Menschen sind sich auch dessen ziemlich bewusst, dass der Namenlose wirkt
und machtvoll handelt. Allein deswegen schon, weil es 5 Tage im aventurischen Kalender gibt, die dem namenlosen Gott geweiht sind, mehr oder weniger. Und an dem der Aberglaube der Menschen halt sich Bahn bricht. Also die Leute sperren sich zu Hause ein und gehen nicht nach draußen und das Wetter spielt verrückt. Und perfekte Zeit für Geister und Tote, Kultisten, alles Mögliche, was sonst irgendwie so kreucht und fleucht. Und wenn ihr da draußen irgendwie sagt, ich möchte jetzt einfach mal so eine frisch gebackene Heldengruppe mal mit irgendwas Namenlosen konfrontieren, dann könnte man ja einfach mal starten damit, dass man sie die namenlosen Tage mal erleben lässt, oder? Wie würdet ihr das einleiten? Also es gibt auch ein Abenteuer dazu, die namenlosen Tage, irgendwie so ein halboffizielles, glaube ich. Nein, es gibt offizielle Abenteuer. Also es gibt zum einen das Abenteuer, was im Crowdfunding zu jetzt komme ich da gar nicht auf den Namen drauf, wenn man das haben möchte. War das nicht in Wege der Vereinigung, dass da genau, die namenlosen Nächte mit dieser Orgienfeier in dem Bad war? Ja. Genau, das findet während der namenlosen Tage statt. Also das ist ja auch schon mal eine Geschichte, genau, zu Wege der Vereinigung. Da gibt es dieses riesengroße Abenteuer, wo man aber auch nur Ausschnitte draus spielen kann, weil es wirklich, also aus dem Ganzen kannst du 6 Abenteuer machen. 6 Stränge. Aber jetzt mal jenseits wir behandeln erstmal so ein selbstgemachtes Abenteuer. Irgendwie so ganz schlicht, vielleicht irgendwie so ein One-Shot, einen Abend, mehrere kleine Abende vielleicht aneinandergereiht, vielleicht noch. Und ihr wollt die Helden mit dem namenlosen Schrecken irgendwie konfrontieren. Also gar nicht mal so, dass ihr irgendein Riesenmonster vorsetzt oder einen Riesenkult oder so, aber halt, welchen Schrecken wird ein Aventurier denn während der namenlosen Tage erleben? Oder mit was wird er konfrontiert werden, wenn die namenlosen Tage sich Bahn brechen? Also ich glaube, wenn ich mir einen Plot in die Richtung ausdenken würde, dann würde ich tatsächlich etwas sehr Ländliches nehmen. Da dauert der Aberglaube auch in der Regel sehr großes. Und wenn wir jetzt sagen, wir verzichten darauf, dass zu den namenlosen Tagen ein Vampir erwacht oder ähnliches, sondern eine ganz weltliche Bedrohung nehmen, dann könnte es tatsächlich auch einfach sein, ein Dorf, in dem es Unruhe gibt, weil die Geburt eines Kindes ansteht. Und Kinder, die zu den namenlosen Tagen geboren werden, allgemein als schlechtes Omen gedeutet werden können. Und das könnte man dann halt auf einer sozialen Ebene ausspielen, ohne groß kämpfen zu müssen. Aber man könnte es natürlich auch bis zu einem Finale hinleiten, wo dann der Fackelmob vor dem Haus steht und die Helden versuchen müssen, größte Eskalationen zu verhindern. Genau. Ja, das wäre auch schon mal ein interessanter Plot, wo man sich die Helden ja auch auseinandersetzen müssen mit eben dem Aberglauben der Landbevölkerung, dass die namenlosen Tage irgendwie und dort geborene Menschen unter einem unglücklichen Stern stehen und halt auch Unheil für die Umgebung bringen. Genau. Sehr schön als ein späteres Abenteuer, das Kind mit den purpurnen Augen. Kann man dann nämlich weiterspinnen. Ja, genau. Also da kann man auch später dann irgendwie Helden helfen dem Kind und dann kann man später ein paar Jahrzehnte vergehen lassen und dann taucht das Kind immer mal wieder irgendwo auf und irgendwann stellt sich dann raus, sie haben ihren eigenen Antagonisten gerettet, als das Kind war oder sowas. Ne? Das wäre doch ja, ganz, auch ein netter Plot. Ne? Ja. Also wenn ihr das so irgendwie sowas Ähnliches mal bespielt, lasst es uns wissen. Lasst es uns lesen, ich möchte es dann auch bespielen. Es gibt tatsächlich auch ein Abenteuer, ich kenne es jetzt selber nicht, das ist DSA 3, die Tage des Namenlosen. Ja, den meinte ich gerade. Genau, soll wohl ein sehr gutes Abenteuer sein, mit aber recht vielen Kämpfen. Ja, wie das in DSA 3 damals so war, ne? Genau, aber soll sehr spannend sein. Also ich kenne es jetzt selber nicht, von daher, vielleicht wird es ja mal. Ansonsten
kann man ja mal sagen, die Bedrohungen am Tag des, an den namenlosen Tagen. Du hast eben schon die Vampire angesprochen, ne? Mhm. Also, was haben jetzt Vampire mit dem Namenlosen zu tun? Ja, also Vampire wurden, also Erzvampire wurden in einem vergangenen Zeitalter vom Namenlosen erschaffen und sind damit ihm eindeutig zuzuordnen. Leiden dadurch wohl auch ja unter dem Praios-Fluch, also dass sie nicht mehr ins Sonnenlicht treten können, weil sie die Gnade der Götter verloren haben. Und regeltechnisch sind sie auch häufig nicht nur von Praios verflucht, sondern gerne auch noch von einem der anderen oder mehreren der anderen Götter. Wobei man dazu sagen muss, dass es jetzt da auch Aufweichungen gab. Also es gibt Kinder der Nacht und Kinder der Finsternis. Die eine gehören zum Namenlosen und die anderen gehören zur jüngst in Erscheinung getretenen Mabo, also der Halbgöttin, die Moron zuzuordnen ist, da sie ähnliche Möglichkeiten hat, mächtige Untote zu erschaffen. Genau, ja. Und warum haben sich wohl die Autoren gedacht, die Vampire ordnen wir jetzt mal dem Namenlosen zu? Also was meint ihr, warum gerade der Vampir taugt als namenlose Kreatur? Hätte man ja auch sagen können, keine Ahnung, es ist irgendwie eine Kreatur von Thagunitod, weil Untot. Ne? Warum gerade der Namenlose? Ich meine, ohne das jetzt groß zu wissen, vielleicht einfach mal blind in den Raum hinein spekulieren. Also grundsätzlich würde ich sagen, passen sie sehr gut zu dem Namenlosen, da sie eigentlich in den meisten Erzählungen, ob sie jetzt nun aus der Fantastik kommen oder was bei uns irdisch erzählt wird, sehen sie als böse, als grundsätzlich böse. Dadurch passen sie da schon ganz gut und sie haben jetzt nicht so diesen Zerstörungswillen an sich, der häufig mit Dämonen einhergeht. Also so ein Vampir kann ja auch, sag ich mal, so der Gentleman-Vampir sein, der die jungen Damen oder jungen Herren im Dorf umgarnt und in seine Burg oder sein Schloss lockt und sich dann an ihnen labt. Ansonsten ist es noch sehr spannend, dass da diese Verknüpfung stattfindet, da sie sich an der Lebensenergie laben und wir ja bisher denken, dass Götter sich bloß vom Glauben her, sage ich mal, ernähren und dadurch stärker werden. Dadurch könnte man sagen, dass der Namenlose vielleicht auch eine Möglichkeit gefunden hat, dass er sich von Lebensenergie stärken kann und vielleicht auch deswegen so Körperteile mag von seinen Gläubigen. Also, dass man da auch so eine Brücke geschlagen hat. Ich könnte mir auch noch ganz gut vorstellen, dass es auch dieser wiedergöttliche, also die Ordnung zerstörende Part auch wieder ist, der hier zum Tragen kommt. Wenn man die Zwölfe mal als ordnende Kraft des von Dere wahrnimmt, die halt das Leben schützen, ne? Und du hast eine Kreatur, die erschaffen wurde, um das Leben gerade aus den Kreaturen wieder herauszuziehen und sie halt quasi ja zu einer Art Blutekel zu machen oder sowas, ne? Also zu einer offenen Wunde in der göttlichen Ordnung, weil das breitet sich ja dadurch aus, ne? Also du nimmst das Leben von dem einen weg und der braucht es auch wieder und so durchsiebst du quasi nach und nach dieses lebensspendende Konstrukt, was sich die Zwölfe, glaube ich, so vorstellen für Dere. Macht das Sinn? Ich habe gerade den Gedanken, also den könnte man sogar noch aufgreifen, dass das Leben an sich eher so wie so ein Pool funktioniert. Und wenn etwas stirbt, wird etwas Neues geboren, aber du hast halt im Großen und Ganzen immer bloß einen großen Pool an so viel Lebensenergie gibt es. Und wenn dann Vampire diejenigen wären, die die Lebenskraft aus diesem Pool entfernen, wäre das sogar eine sehr nachhaltige Sabotage, sage ich mal. Genau, ja. Finde ich einen spannenden Ansatz.
Und ich glaube irgendwie, was den Vampir ja auch noch als untote Kreatur ja auch noch unterscheidet von zum Beispiel Zombies oder Skeletten oder so oder den üblichen Kreaturen, die man Thargunitor zuordnet, ist ja auch, dass sie eigentlich ein ziemlich normales Bewusstsein haben auch, ne? Und halt auch in sich halt auch diese, also wenn man jetzt mal den klassischen Vampir vielleicht auch irgendwie aus der normalen Vampirliteratur nimmt, immer dieser Zwiespalt zwischen Bestie und Mensch hat. Ne? Irgendwie nicht ganz Mensch, nicht ganz Bestie und beide immer im ständigen Streit miteinander. Ne? Und immer aber der Bestie verfallend, weil die zum Sein dazugehört. Ne? Oh ja, da gibt es auch. Ja. Mein Hund. Sorry, hat sie gerade so ein Ist die schönes Bestie von Abenteuer. Juli Karls. Ja, meine Bestie. Gibt es ein schönes Abenteuer dazu, wo man so ein bisschen mit Vampir in Kontakt kommt? Von daher, Spoiler. Wer so ein bisschen ein Abenteuer noch nicht gespielt hat, in die Richtung einmal überspringen. Drei Farben Schnee. Bornland. Ja, da hat man so ein bisschen, kann man gerade als Meister so einiges in, also das Abenteuer dreht sich ja darum, aber da kann man die ganze Vampir-Sache ganz gut ja, mit reinbringen und auch kennenlernen. Was ich auch ganz schön finde, tatsächlich in Aventurien, dass es ja zu den Vampiren die eigenen Gegner gibt. Also die Kinder der Nacht sind ja die Gegner der Kinder der Finsternis sozusagen. Und wo du warst, dass sie das Leben aussaugen. Ich finde es super spannend, dass die Kinder der Nacht, um einen weiteren Vampir zu erschaffen, nicht einfach nebenher das machen, also indem sie jetzt jemanden beißen, sondern die müssen ihr eigenes Blut ja dafür opfern, um ein Kind der Nacht zu erschaffen. Also genau das Gegenteil von dem. Genau. Finde ich also sehr schön ergänzt. Und das gibt mir zum Beispiel ja, von der Spannung, von der Geschichte halt so einige Ansatzpunkte, die ich als Meister durchaus auch mal verwirrend anspielen kann, wo ich meinen Mitspielern vielleicht aus einer Verwirrung her irgendwie eben den Unterschied zwischen Kindern der Nacht, Kindern der Finsternis oder Konflikte gut da reinbringen kann. Also, wenn meine Helden da plötzlich vielleicht auf zwei Parteien treffen, die Kinder der Nacht und die Kinder der Finsternis, aber selber erstmal gar nicht zu unterscheiden wissen, wer ist und wer wohin gehört. Also, das kann ein richtiges, schönes Verstrickungsabenteuer dann auch werden. Also, ich finde, das sind super gute Ideen und Ansatzpunkte, die ja, einen wirklich gut beflügeln. Ja, die Tragik auch, dass es halt nicht also dass diese vampirische Kreatur vielleicht auch gar nicht unbedingt ein etwas abgrundtief Böses darstellt, so wie Onkel Behemoth das am Anfang ja eingeführt hat, würde ich vielleicht auch ein bisschen für DSA, auch generell für Vampirlore, ein bisschen dagegen sprechen. Und man hat ja auch Spoiler in der Greifenfurt-Kampagne auch einen starken NPC, der so eine Zwitterfigur ist zwischen Antagonist und Helfer. Und je nachdem, wie man mit dieser Figur umgeht, sie einem, wie gesagt, auch helfen kann oder eben auch ein ganz, ganz fieser, böser Gegner sein kann, aber eigentlich eine sehr, sehr tragische Figur darstellt. Irgendwie, die gar nicht so aus sich heraus etwas Böses möchte, ne? Und sondern eher so aus ihrer Geschichte heraus eben so geworden ist, wie sie geworden ist, was ja für meistens für gute Antagonisten taugt, ne? Also ein Antagonist sollte auf alle Fälle schon vielschichtiger sein, wenn er nicht bloß für einen One-Shot herhalten muss. Ja, also in Greifenfurt, wer es nicht kennt, geht es halt darum, dass die Stadt belagert wird durch die Truppen der Orks. Und man diese ganzen Belagerungsszenarien spielt und die Orks, die suchen irgendetwas ganz Abgöttisches in dieser Stadt und haben da irgendwie irgendwas zerstört und gegraben und so. Und man muss da ein bisschen so dahinter kommen, was die genau irgendwie in dieser Stadt machen wollten und so. Und hat halt ständig diesen Belagerungszustand mit Sabotageaktionen und allem drum und dran. Und dann taucht da halt dieser Vampir auf in der Stadt.
und ist eine Kraft, die Chaos und Zerstörung bringt, aber eben auch ein Tool ist, um die Belagerer nachher wegzukriegen oder dir zu helfen gegen die Belagerung der Orks. Also da kann man zwei Gegenspieler miteinander ausstechen. Natürlich muss man im Papier erstmal auf die Schliche kommen. Ne? Genau, da wollte ich jetzt nämlich auch anknüpfen, weil Julie Kurz hat mit drei Farben Schnee da ein sehr schönes Abenteuer ausgesucht, weil ich habe es auch als Spielender erlebt. Und mir war lange auch als jemand, der sich viel mit DSA auseinandersetzt, lange nicht klar, was da jetzt der Haken an der ganzen Nummer ist. Aber da lernen wir auch einen Vampir kennen, der tatsächlich nicht nur von Praios verflucht ist, sondern auch von Firun und dadurch zum Beispiel auch eine Schwäche hat gegen fallenden Schnee, der ihm Schaden macht. Was erstmal unglaublich wirr wirkt, weil der dann halt dick eingepackt im Winter draußen unterwegs ist und man sich gar nichts dabei denkt. Ja, aber das dann so sich peu à peu dann langsam aufdecken lässt. Also da hat man dann wirklich mal die Chance, einen Vampir zu treffen, den man nicht einfach bloß ins Sonnenlicht schubst und dann hofft, dass es damit erledigt ist. Ansonsten meine Erfahrung mit Vampiren in Abenteuern ist tatsächlich, ich bin jedes Mal in irgendwelche Vampire reingestolpert, ohne dass ich darauf vorbereitet war. Also da hat DSA teilweise auch so, sage ich mal, eine Kunst für, sodass der Vampir kommt, wenn du nicht mit ihm rechnest. Ja, ein klassisches Abenteuer, was mir noch einfällt, wo Vampire auch eine sehr große Rolle spielen, Spoiler wieder für die G7-Kampagne, ist das zweite Abenteuer aus der G7-Kampagne. Das ist, ich weiß gerade nicht den Namen auswendig, Schande über mein Haupt, wo aber die Vampire ebenfalls eine sehr, sehr tragische Rolle spielen, nämlich eigentlich ausgenutzt werden durch die oberste Dienerin des Namenlosen, durch Pardona, um der größten Bedrohung der neuerlichen aventurischen Zeit einen neuen Körper zu verschaffen. Pardona nutzt die Vampire mit ihrer Lebenskraft-Aussaugefähigkeit, um massenweise Lebenskraft aus einem ganzen Landstrich herauszusaugen und das zu sammeln und dann die Vampire jeweils so eine Art Batterie zu benutzen, um quasi einen neuen Körper für Borbara zu erschaffen. Und dass das am Ende auch ein bisschen nach hinten losgeht, das könnt ihr dann ja in irgendeiner G7 ja mal selber bespielen. Der ist dann nämlich gar nicht so freudig mit, mit der Aktion. Da wären wir ja wieder bei Hans Wurst, der es doch nicht geschafft hat. Zumindest hat er nicht das erreicht, was er wollte. Oder Pardona hat es nicht erreicht. Man weiß ja auch nie, ob die Antagonisten und Diener des Namenlosen wirklich alle den Willen ihres Gottes machen oder ob sie nicht ihren eigenen Agenten irgendwie verfallen sind. Ne? Ja. Also da könnten wir ja gleich bei Pardona auch stehen bleiben, weil Pardona ist ja tatsächlich genau der Fall, den du gerade beschrieben hast. Sie möchte ja eigentlich gerne selbst angebetet werden als schon fast Göttin, die auf dem Boden wandelt, aber das Volk, das sie selbst erschaffen hat, die Shakagra, gucken da immer weiter hinter diese Fassade und denken sich jetzt, nein, wir umgehen diesen Weg über Pardona, den umgehen wir einfach und beten direkt den Namenlosen an, weil Pardona nicht mehr das macht, wofür sie eigentlich da ist, sondern hauptsächlich, um sich selbst zu ermächtigen. Für mich als Theologen ein total reformatorischer Gedanke. Ja, könnte man sagen, irgendein Chakagra ist Luther gewesen oder so. Und hat die 13x13 Thesen an die Wand an genau, die Tür genagelt. Ja, ja, ja. Wieder eine tolle Abenteueridee, wenn ihr eine Chakagra-Gruppe spielen wollt. Das kann man übrigens machen mit Regeln aus, mit dem Regelwerk aus der 5. Edition. Könnt ihr mal einen Luther-Plot machen. Ja.
Ja, Pandona ist ja auch so eine tragische Gestalt, die auch gar nicht immer die Gunst des Namenlosen, also so hinter sich hat. Also auch öfters mal so failt, dass sie sehr, sehr stark auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und klar, in der aventurischen Geschichte unglaubliches Leid und Vernichtung bringt und unglaublich mächtig auch wird. Aber ja, irgendwann dann doch immer wieder lernen muss, dass sie am Ende dann doch irgendwie mit Kräften spielt, die sie dann doch nicht richtig beherrschen kann, ne? Also Pardona ist für mich tatsächlich so eine Figur, die ich immer nicht so ganz verstehe. Sie wurde ja von, und dann breche ich mich, wenn ich falsch liege, aber die Geschichte dahinter ist ja nicht ganz einfach. Sie wurde ja vom Pyrdakor, dem obersten Diener des Namenlosen, dem Goldenen Drachen, erschaffen und ausgesandt, um ihm die Macht über das Eis wiederzubringen, am Himmelsturm. Und da verstehe ich den Punkt tatsächlich nicht, wie sie dann sich selbst so aufschwingt und so viel Macht kriegt, wenn ein oberster Diener des Namenlosen noch im Raum steht, den es damals noch gab. Den gibt es heute nicht mehr, das hat sich erledigt. Sein Karfunkel liegt in irgendeiner Magierakademie, der Dracheneierakademie. Und das war es mit dem. Also das hat sich geschichtlich erledigt, aber wie diese Figur so stark werden konnte, ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Aber sie scheint auf jeden Fall sehr ambitioniert zu sein, den Aspekt Herrschaft vom Namenlosen umzusetzen. Ja, ich glaube, das ist eine Figur, die auch einen Aspekt des Namenlosen immer wieder in den Vordergrund spielt, nämlich dieses Intrigieren. Ne? Irgendwie das, ne? Selbst wenn man sich in einem namenlosen Kult bewegt, ne? Stelle ich mir zumindest so vor, ist immer dieser Machtaspekt ist immer da und der eine gönnt dem anderen nichts und irgendwie, man muss immer auf seinen Rücken aufpassen und so. Und so ähnlich ist es Pyrdakor halt da ergangen, ne? Irgendwie, da hat sie sich dann auch gedacht, so auch, warum den Umweg über den Drachen nehmen, wenn ich nicht direkt irgendwie, Ja, und damit ist es ne? schon fast ironisch, dass es ihr gerade genauso geht. Also. Genau, ja. Aber es ist ein wiederkehrendes Motiv anscheinend. Ja. Ich muss selber sagen, ich finde Pardona sehr faszinierend und das nicht nur im negativen Sinne. Also ich finde das sehr beeindruckend. Ich finde das sehr, die ganze Geschichte drumherum und um sie. Also ich kenne noch nicht alles. Ich habe auch noch nicht die neuesten Bücher dazu gelesen. Aber was ich so bis jetzt lese, das finde ich so. Also mich fesselt das um Pardona drumherum. Und man begegnet ja hier und da und immer, immer, immer wieder auch in gewissen Abenteuern kann man Sachen als Meister um Pardona drumherum mit reinbringen. Ich meine, klar, sie ist mit dem Namenlosen natürlich verstrickt, logischerweise. Was genau fasziniert dich denn an der Figur? Also zum einen ist sie dem Namenlosen verfallen, aber auch sie ist nicht so einfach nur eine Dienerin des Namenlosen. Und Also sie hat ihre eigenen ja, Agenda, meinst du? irgendwo schon. Und es ist ja, sie einfach so darzustellen oder zu sagen, oh, schlicht böse, finde ich schwer. Also mich. Ich glaube, Es das. ist ja auch, da ist einiges ja von ihrer Geschichte halt auch nicht so offensichtlich oder offenkundig, wo man sagen würde, ja gut, es ist die Böse, es ist na, also durchaus Verführung und Macht und Intrigenspiel sind ja schon so interessante Aspekte, die nicht so offenkundig sind, sondern eher so ein bisschen ja interessante Spielweisen an den Tag bringen können. Ich glaube, man sieht da ganz deutlich, dass das Böse halt eine Definitionssache ist. Und dass Pardona sehr, sehr krass böse ist, hat ganz viel mit ihrer Entwicklung zu tun. Also die ist ja uralt. Nein, das ist vielleicht eines der ältesten Geschöpfe, die überhaupt noch auf Dere wandeln. Oder gewandelt sind. Spoiler, die stirbt. Aber ja.
das, was diese Elfe erlebt hat, also nicht nur, dass sie keine, also dass sie eine Geschaffene ist, durch göttliche Kräfte des Namenlosen, sondern dass sie halt am Anfang das tut, was von ihr erwartet wird, aber dann ganz schnell merkt, wie es halt in der Welt läuft. Und dass auch diese Machtkonstrukte, die sich halt in deren manifestieren, zu nutzen weiß und auszunutzen weiß und sich aufschwingt und merkt, Macht zu genießen und Macht zu haben und zu mehren. Und sie arbeitet ja auch ständig daran, Gott zu werden, also selbstgöttlich zu werden. Ne? Möchte von den Chakagra nicht nur angebetet werden, sondern sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie wirklich eine Art göttliche Kraft besitzen möchte. Sie möchte Leben erschaffen. Das ist ihre Intention, warum sie da auch im Himmelsturm so viel herumexperimentiert, irgendwie mit Chimären und so, weil sie das als göttlichen Funken sieht. Ne? Wenn ich Leben erschaffen kann, dann bin ich Gott. So. Und da ist auch so ein bisschen die Tragik. Also klar wird sie dadurch böse, weil sie Böses tut, aber die Beweggründe hintendran sind halt sehr, sehr egoman, aber nachvollziehbar. Das macht sie wirklich zu einer faszinierenden Gegenspielerin, wobei ich davon abraten würde, eurer Gruppe, also eurer Heldengruppe Pardona direkt als Gegenspieler gegenüberzusetzen, weil das geht nicht gut, weil das auch nicht nur eine alte Figur, sondern vielleicht auch eine sehr, sehr mächtige Figur. Ich wollte gerade sagen, also das Schöne, was an Pardona auf alle Fälle auch faszinierend ist, ist, dass man durch DSA hindurch wandelt und, sage ich mal, jetzt nicht direkt auf sie trifft, aber auch viele Fußspuren von ihr treffen kann. Wo sie schon unterwegs war, mit welchen Chimerologen sie zum Beispiel im Bunde war oder in Brieffreundschaften. Und was sie dann so für Kreaturen erschaffen hat, die tatsächlich noch auf Dere existieren. Also jeder, der mal im hohen Norden unterwegs war und über einen Eisigel gestolpert ist, herzlichen Glückwunsch, sie hat eine Bekanntschaft mit Pardona. Genau, ja. Oder das Monster aus dem Neuen Augensee oder sowas. Ne? Ja. Ja. Also das könnt ihr vielleicht als Spielleiter dann eher nutzen, also eine der Kreaturen, die abnormen Sachen von Pardona, irgendwie ein fehlgeleitetes Experiment, was irgendwo in irgendeiner Höhle noch ist oder so, und dann das Unwesen treibt, wo man dann die Tupfer dieser Dienerin des Namenlosen mitbekommen kann. Und ja, das würde ich dann irgendwie als Aufhänger für eine Geschichte irgendwie schon besser finden, als direkt jetzt die mächtigste Elfe, die lange Zeit gelebt hat, mal so als Antagonisten zu benutzen. Das kann nicht gut gehen. Da sind Helden nicht stark genug für. Aber das ist ja auch das Spannende, dass du eben Spuren und direkte Sachen anspielen kannst, ohne den, ich sag mal, Obergegner direkt reinzusetzen. Das ist ja viel interessanter, gerade die Spuren von so einem mächtigen Wesen dann zu erleben und zu treffen. Meine Pardona direkt bedeutet den Tod, und das wäre dann, ja, dann ein kurzes Abenteuer. Oder Schlimmeres als den Tod. Ne? Also das ist so, warum jemanden töten, wenn man ihn aufschneiden und mit irgendwas anderem verschmelzen kann? Ne? Also also der Rerion hat in seinem Finale seiner Simjala-Kampagne da eine ganz, ganz schöne Szene gemacht, wo Torvala halt in Pardonas Verlies gefangen sind und gebunden sind, und sie marschiert so zwischen den Torvalern umher und überlegt sich so, hat er richtig schön beschrieben, wie sie sich so über den, so mit dem, so an den Leuten entlang fährt und ihnen ins Gesicht schaut und so, was könnten wir denn mit dir anstellen? Was mögen denn Torvaler besonders? Mehr? Echsen mögt ihr doch nicht. Wie wäre es, wenn ich euch mit einem Achatz verschmelze? Also wir haben doch da irgendwo noch einen in irgendeinem Verlies. Ja, also solche Sachen irgendwie, das ist halt total abgrundtief böse und sadistisch. Aber das ist halt, weil dieser Figur einfach komplett die Emotion und die Empathie fehlt. Ja, also könnte man auch benutzen, irgendwie als, wenn ihr euren Helden mal, wenn ihr eure Helden so, manchmal haben das ja Heldengruppen so an sich, wenn sie so ein Göttlichkeitsfabel kriegen, so, wir sind die Stärksten hier, wir machen jedes Monster platt, und ich habe hier Körperkraft auf 20 gesteigert, und ich habe Rüstungsschutz 10, mir kann keiner was.
Und manchmal haben Heldengruppen sowas, ja. Wenn man sie dann in ein Abenteuer führt, wo es halt auch um diese Macht- und Wahnvorstellungen mit Macht geht, kann das, glaube ich, ganz auf irgendeinen erziehungstechnischen Hintergrund bekommen oder so. Ich weiß es nicht, ob sie dann irgendwie vielleicht umdenken in ihrem Wahn oder so. Ja, also wäre für mich auch so ein guter Ansatz, das zu machen und diese Gegenspielerin ins Spiel zu bringen, zumindest indirekt. Also, gerade wenn wir bei dem Wahn sind und der Gefühlskälte, und Helden, die es sehr auf Machterweiterung für sich selbst ausgelegt haben, im Abenteuer Klingen der Nacht gibt es ja auch die Ausrüstung von den Chakagra, die mit einem klein bisschen Endurium, Spoiler! ja, alles ist Spoiler in dieser Folge, mit einem kleinen Funken Endurium versehen ist, was die schwarz macht. Und diese Ausrüstung ist tatsächlich sehr gut. Aber wenn du sie anlegst, hast du auch Symptome wie Gefühlskälte, dass du sadistisch bist, bis hin, wenn du es auf die Spitze treibst, dass du tatsächlich dem Namenlosen verfällst. Einfach, dass du diese Ausrüstung benutzt. Und Ja. das ist, glaube ich, der in Regeln geschriebene Erziehungseffekt für Lute nicht alles. Ja, aber das ist doch schön. Das ist doch gerade das Tolle, diese Verführung, du gibst als Meister deine Helden die Macht, die wollen eigentlich Gutes tun, aber eigentlich werden sie zum Bösen hin verführt. Und dann stehen sie da vor einer Entscheidung, so, oh, vielleicht könnte ich damit ja Gutes tun, nämlich das Böse bekämpfen, aber werde ich dann selbst zum Bösen? Also das ist doch toll. Das ist, ich finde, das macht gerade so diese Konflikte, ne? Ja. Konflikte, inneren Konflikte, die man Helden dann vielleicht vorsetzte, die vielleicht irgendwo oder weiß ich, irgendwo reinlaufen und die wollen Gutes, die wollen sich ja als Helden sehen, die Spieler, und dann landen sie in so einem Konflikt. Das ist toll, das kann zu unheimlich tollen Abenteuern führen. Ja, oder man hat halt irgendwie einen namenlosen Diener, der halt die Helden ausnutzt, ne? Also in all ihrer Macht halt dann irgendwie ausnutzt und mit ihnen spielt oder so, ne? Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aspekten, weil es kann da sehr schnell auch zu Frust führen in der Heldengruppe, ne? Also wenn ihr auch diese Enduriums-Rüstungszeugs aus Klingen der Nacht, das kann gut gehen, wenn der Spieler oder die Spielerin das auch als Chance wahrnimmt, irgendwie rollenspieltechnisch damit irgendwie zu arbeiten und auch dann die Gruppe dann mit diesem Rollenspiel bereichert. Aber es kann halt auch sein, so, jetzt habe ich endlich eine Rüstung gefunden, die meinem Charakter gut steht, gut passt und coole Werte hat und jetzt kommt dann sowas irgendwie, Mano, voll doof, ne? Das ist immer so ein Gratwandelding. Ja. Ja, Klingende Nacht ist auch ein ja, namenlos getünchtes Abenteuer. Dadurch, dass sie die Chakagra da als gen Süden spawnen. Mal gucken, was es da sonst noch so gibt. Und da finde ich eine Szene in diesem Abenteuer, fand ich sehr, sehr schön beim Lesen, die einem den Namenlosen auch sehr, sehr bewusst macht, wie der auch wirkt. Also die Chakagra sind ja sehr, sehr abgeschnitten vom Rest der Welt. Und hat der Onkel Bemert ja eben schon erklärt, irgendwie eigentlich Pandona angebetet und jetzt irgendwie den namenlosen Direktor. Da gibt es jetzt auch so Kulte, die gegeneinander arbeiten. Die einen sind noch für Pandona, die anderen sind direkt für den Namenlosen und so. Und für die ist völlig klar, dass es nur den Namenlosen und Pandona vielleicht noch als Gottwesen gibt. So, und die kommen dann in den Süden, werden konfrontiert mit der Menschheit. Oder mit irgendwelchen anderen Elfen. Und ich meine, mit Elfen, gut, die haben auch keine richtigen Götter. Ne? Da können sie gerade noch so nachvollziehen. Aber Menschen mit ihrem 12 göttlichen Zeugs, da gibt es eine schöne Interrogationsszene, wo Gefangene befragt werden und wo man schön ausspielen kann, dieses Unverständnis, wie du glaubst an unseren komischen Götzen, der existiert doch gar nicht. Ne? Also. Wo der Namenlose sich dann ausbreiten kann, ohne das Korsett der 12 göttlichen Ordnung, das funktioniert irgendwie schon, weil die Gesellschaft ist ja florierend, der Chakagra, also in Anführungsstrichen, ne? Also die funktioniert.
Da ist eine Ordnung vorhanden, obwohl der Namlos ja eigentlich für das Gegenteil von Ordnung steht. Ne? Zumindest also, gegen die 12 göttliche Ordnung steht. Genau, genau. Aber seine eigene Ordnung halt hat. Ne? Ich wollte gerade sagen, wir hatten das letzte Mal auch schon angerissen, dass es ja auch das Riesland gibt, was ja auch komplett zu ihm gehören soll. Und es wäre ja eine schlechte Grundvoraussetzung, wenn alles immer den Bach runtergehen würde. Wobei, und das muss man jetzt wirklich ausklammern dabei, wenn man die Behauptung aufstellt, alle großen Kulturen, die er versucht hat, bisher sich anzueignen auf Aventurien, die sind in irgendeiner Form gefallen. Also ob es nun irgendwelche Echsenreiche waren, Schratige, ich glaube, Zwerge gehörten auch mit dazu. Die wurden auch mal verführt ja, in einem früheren Zeitalter. Die haben auf der Seite des Namenlosen gegen die Elfen gekämpft in Tishiana. Genau. Und also sämtliche Kulturen, die er versucht hat, sich anzueignen, sind gefallen. Also könnte man sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie viele Zeitalter dauert es, bis die Shakagra fallen? Oder ist es jetzt das eine Volk, wo es dann funktionieren wird? Also es könnte auch, ich finde die Shakagra deswegen sehr, sehr interessant, auch als Volk oder als Figurenpool, weil sie ja keine aus der 12 göttlichen Ordnung oder aus dieser generell aus der Wesenordnung erschaffenen Wesenheiten sind. Die sind ja Chimären, von Padona geschaffen, ne? Mit Daimonoiden gekreuzte Elfen und an sich für diese Schöpfung gar nicht vorgesehen. Von daher ist es doppelt interessant, wie diese Kultur sich entwickelt auf Dere, weil einerseits sie in der Ordnung gar keinen richtigen Platz hat, weil sie dieses nicht vorgesehen, und zweitens vielleicht deswegen gerade nicht fällt, weil sie eben keine korrumpierte Kraft ist, sondern eine aus sich heraus schon mit Anteilen des Namenlosen erstandene Zivilisation. Ja, und was wir da auch vielleicht noch gleich hinzufügen können, also Shakagra haben auch einen ganz besonderen Umgang mit Namen. Wer noch nichts geleistet hat oder nichts Höherwertiges ist, der hat auch keinen Namen zu führen. Also seinen Namen muss man sich in dieser Gesellschaft erstmal verdienen. So wie es woanders vielleicht ein Titel ist, aber du bist in dieser Gesellschaft so lange eine namenlose Person, wortwörtlich, und bis du etwas geleistet hast, wie zum Beispiel einen Trupp angeführt hast und wichtige Informationen oder Ressourcen beschaffen konntest. Und dann darfst du tatsächlich einen Namen führen und wirst dann halt auch in dieser Gesellschaft anerkannt und bist dann auch was Höherwertiges. Wie würdet ihr Shakagra als Antagonisten in Abenteuern einweben? In meinen Klingen der Nacht tauchen sie als erobernde Horde auf. Wie würdet ihr sonst irgendwie diese Spezies einführen als Spielleiter, wenn ihr ein Abenteuer schreibt und ihr sagt, ich möchte mich da jetzt fokussieren auf die Shakagra? Welche Aspekte würdet ihr da bespielen? Also in Klingen der Nacht sind sie etwas schwierig, sage ich mal, da sie immer in kleinen Horden auftreten und ich sage mal zaubernde Super-Ninja-Elfen sind, gegen die meisten Heldengruppen keine Chance haben, wenn die Spielleitung da nicht die Handbremse anzieht. Dadurch würde sich ein Auftreten in kleinen Trupps, ich meine so 1-2 Leuten, schon lohnen, dass man denen mal begegnet. Das Hauptproblem ist, dass sie ja aktuell bloß sehr weit im Norden sind und da wirken. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass man einem so Spezialspion von den Shakagra auf den Spuren ist, der es deutlich weiter südlich geschafft hat. Und vielleicht, wenn man schon so eine Ahnung hat oder den schon beobachten konnte und vielleicht Leute mit Vorerfahrung bei hat, die Klingen der Nacht schon hinter sich gebracht haben, die haben beurteilen können, dass das jemand ist, der wieder in den Norden muss, um diese wichtigen Informationen, die er im Süden gekriegt hat, zurückzubringen, dass man dann einen gewissen Druck auch verspürt, die aufzuhalten. Und die haben ja ein mächtiges Repertoire. Die können ja auch durch die Elfenzauberei, die sie beherrschen, im besten Fall unsichtbar umherlaufen.
Und da könnte man schon sehr viel mitspielen. Ja, das fänd ich auch so ein Predator-Abenteuer von so ein bisschen, ne? Irgendwie Ja. sowas, ja. Ganz kurz zur Erklärung für manche, die Chakagra jetzt gar nichts mit anfangen können, werden auch Nachtalpen genannt. Also die Nachtelfen sozusagen, die ja, das Böse der Elfen, ne? Das Ja. Gegenstück, wo wir wieder beim Gegenstück wären. Man darf da, also, gibt es zwei Entitäten, die sich diesen Namen irgendwie ein bisschen, also, dann gibt es Nachtalben und Nachtalpen, ne? Also das nicht verwechseln, das sind zwei unterschiedliche Sachen in Aventurien. Die eine sind so Wiedergänger, so Wesen, die auch ja, Untote mehr oder weniger sind, und einmal diese korrumpierten Elfen, diese Chimären-Elfen. Dunkelelfen kann man sie auch nennen, vielleicht. Oh, Sind wenn Chakagra nicht man. auch die einzige Chimärenart, die sich von alleine wieder fortpflanzt? Nee, die Eisigel können das auch, ne? Es gibt, also gefühlt gibt es in Aventurien mehr Chimären, die sich von alleine fortpflanzen und langlebig sind, als die Chimären, die sich nicht fortpflanzen können und nicht langlebig Echt? sind. Welche sind's denn? Naja, Welche gibt's na, denn der noch? Wolpertinger würde da Ah, eigentlich auch noch mit dazu zählen. Nee, ach, das Walpoding. So, das Walpoding würde da okay. noch mit dazu zählen und es gibt noch ein paar mehr Chimären, wo das der Fall ist. Wo wir heute in der 13. Folge sind, müssen wir auch mal mit was Abgöttisches hier. Ne? Ihr müsst mal euren Spielleiter, wenn ihr SpielerIn seid, ärgert die mal und startet mal eine philosophische Diskussion in eurer Runde, ob Greifen Chimären sind. Just saying. Also, da könnte man natürlich ja auch wieder für argumentieren, dass ja gerade namenlose Diener zum Chimärentum einen Hang haben und es ja auch eine purpurne Flüssigkeit gibt, die das Ganze begünstigt und dass es ja vielleicht einen Gott gibt, der die Position des Namenlosen eingenommen hat und auch solche sich mit Gold gerne verziert, so wie es der Namenlose tut. Warum sollte dieser Gott denn nicht auch noch eine seiner besten Chimären übernommen haben? Aber das habt ihr nicht von mir gehört. Wäre das für euch ein Plot, den man auch machen könnte? So irgendwie ein Praios-Kult, der eigentlich ein namenlosen Kult ist? Das wäre aber schon mächtig. Natürlich jetzt nicht in Gareth oder so, aber. Also mein einziges Problem damit ist, dass es immer mal wieder solche Sachen gibt, dass irgendwo so eine Art gesplitterte Praios-Gruppe ist, die einfach zu radikal ist und sowieso schon ihre Glaubensgrundsätze verraten hat und da sonst irgendwas macht. Also ich glaube, spontan fällt mir da was in der Wildermark-Kampagne ein, wo da so ein Praios-Kult Spoiler! war. War es vielleicht Bannstrahler? Ich weiß es nicht mehr. Aber die werden sowieso schon immer so ein schlechtes Licht ge gerückt. Also es gibt, glaube ich, einen Grund, warum Praios auch als Gott in der Community relativ unbeliebt ist. Und ich glaube, die Abenteuerschreiber tun da einen guten Teil mit dazu. Von daher, Ja. grundsätzlich kann ich es mir vorstellen, empfehlen würde ich es nicht, weil der Praios-Kult sowieso schon in-game häufig leiden muss. Ja, ich denke auch, dass es da bricht sich der ganze Frust gegen irdische Kirchenrepräsentation, die ein bisschen Ähnlichkeit hat mit dem Praios-Kult-Bahn. Ja, wobei ich den Vergleich tatsächlich immer, der hinkt für mich dreibeinig, dass immer weltliche und derische Kirchen verglichen werden, weil nur wenn man ein, zwei Sachen sieht, die gleich sind, kann man das schlecht transportieren, finde ich. Ja, ist vielleicht auch mal eine eigene Folge wert. Ja. Ja. Wenn man wir gucken noch ein bisschen auf die Zeit, wenn wir nochmal in die neueren Abenteuer einsteigen. Ich weiß, dass der Onkel Behemoth sich ganz gut mit einem neuen Theaterritterzyklus auskennt. Spoiler, da gibt es auch was mit dem namenlosen Großer Zwergenleben. Spoiler, ja. Also großer Spoiler auf alle Fälle vorgeschoben. Also, liebe Leute, die jetzt die Theaterritterkampagne gerade spielen oder gespielt haben und den Plot vielleicht nicht verstanden haben. Aber in der Theaterritterkampagne geht es nur bedingt um Theaterritter. Zum einen, ich würde behaupten, es ist eine Goblin-Kampagne, da dort auch hergeleitet wird, dass die Goblins sehr viel von sich gegeben haben. Also die, oh jetzt muss ich, Goblin, mein Goblinisch ist nicht perfekt, das ist die, glaube ich, die Gungasula ist die oberste
Goblin-Herrscherin, auch eine sehr alte, wahrscheinlich unsterbliche Entität, die ihrem Volk die Stärke genommen hat, die geistigen Kapazitäten runtergeschraubt hat, dass ihr Volk nicht mehr interessant ist für die Verderbnis des Namenlosen, weil sie dann nur noch klein und schwach sind. Und das passt ja nicht zu den Ansprüchen, die der Namenlose hat. Zum anderen haben wir einen großen, ja, Kult, der denkt, dass er Kor anbetet, aber eigentlich auch bloß einen Diener des Namenlosen anbietet, nämlich den Manticore-Dämon Graqualot. Und der hat nichts Besseres zu tun, als denen zu erzählen, was sie hören möchten. Und die nutzt, um eine Brücke ins Riesland zu bauen. Und mit Brücke meinen wir jetzt nicht einfach so eine Brücke Stein auf Stein, sondern ein Portal, durch das namenlose Horden kommen können. Und das ist eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation, die da kommt, weil wir dadurch wissen, dass es im Riesland aktuell eine Streitkraft des Namenlosen gibt, die nur darauf wartet, nach Aventurien einzumarschieren. Und das Einzige, was sie davon abhält, ist das eherne Schwert, das Gebirge, was zwischen den beiden Kontinenten ist. Ja, Ja. das ist spannend. Das heißt, wir haben aus dem Norden eine namenlose Bedrohung, wir haben aus dem Nordosten eine namenlose Bedrohung. Ja. Also man könnte fast behaupten, so, also ohne jetzt die anderen Himmelsrichtungen jetzt auch noch irgendwie zu so vervollständigen, aber für mich hat das Bild hat irgendwas, irgendwie so ganz Aventurien ist umzingelt von namenlosen Kräften und die strömen alle irgendwie in die Mitte hinein. Wenn man auch mal schaut, wenn man nach Myranor hinüberkommt, da ist der Namenlose ja auch ein Gott unter vielen. Und als Entität ja sehr angesehen auch. Also man könnte irgendwie da auch sagen, gut, dass es den FA2 gibt, sonst könnte da viel mehr namenlose Sache einströmen. Ne? Also. Genau, und im Süden ist tatsächlich in Uturia ist das auch sehr stark. Ich wollte gerade sagen, der Süden ist doch ohnehin schon befallen. Da kann ich auch bloß, wer sich mal wirklich auf harte Kämpfe und mal ganz ab von Aventurien unterwegs sein möchte, kann ich mal die Kampagne Die Grüne Hölle empfehlen. Das ist ein Dreiteiler. Da hat man es auch ordentlich mit dem Namenlosen zu tun. Also, und auch in Größenordnungen, die dem Normal-Aventurier deutlich Angst machen sollten, da ist es dann nicht mehr interessant, ob das Horas Reich oder Al-Anfa die größere Schiffsarmada hat. Und die Ausgangslage, die wir für diesen Podcast heute ja benutzt haben, ist irgendwie, der 13. ist eigentlich von der Historie her und so ja die größte Wurst, die in Aventurien so rumläuft. Habe ich ja gesagt am Anfang. Ne? Wenn man jetzt aber dieses Bild benutzt gegen Ende, wenn man das Bild mal ein bisschen aufmacht, den Blick ein bisschen zurückzieht, könnte man sagen, die Zwölfe verteidigen gerade den kleinsten letzten Landstrich, der noch geblieben ist vor dem 13. Und ist diese Bedrängnis von allen Seiten, ist das doch eigentlich die Bedrohung? Und da wird nicht gefehlt, sondern da ist eigentlich noch die zwölfgöttliche Ordnung, die dafür sorgt, dass es hier noch nicht so ist. Oder? Ja, wenn man es so ganz von weit betrachtet, dann hast du einmal drumherum ist, ja, wer weiß, vielleicht läuft es ja auch darauf hinaus, ne? Die große Bedrohung, der Kreis, der sich so langsam zuschließt und das kleine Mini-Aventurien, was immer weniger wird. Und das große Ende kommt. Irgendwann. In 30.000 Jahren. Es wäre kongruent zu der generellen göttlichen Ordnung, ja, die ist ja auch von außen belagert durch die Dämonen. Ne? Also das Bild an sich von dem Umzingeltsein von bösen Mächten ist ja nun für Aventurien auch ein bekanntes Bild. Und es hätte für mich auch irgendwie, hätte was, wenn man so eine Abenteurergruppe auch mal mit dieser Idee oder mit dieser Erkenntnis wirklich auch konfrontiert irgendwie, ne? Also
an vielleicht eine Gruppe durch diese verschiedenen Kampagnen durchführt. Ich weiß, die sind halt regional sehr, sehr weit auseinander. Aber vielleicht schafft man es irgendwie, das zu verbinden durch irgendwelche Spielleiter-Tricks. Und schafft es, dass in der Gruppe so langsam diese Erkenntnis reift. So, wir sind hier auf dem letzten grünen Zweig. Und dann muss ich sagen, ist man weg von dem Punkt, dass man in Aventurien oder in DSA nur den kleinen Alrik spielt, der das eigene Heim verteidigt, sondern dann bist du plötzlich in einer Größenordnung. Ah ja, okay. Der letzte Fall, die die Welt retten oder die... Winter is coming. Die, ja, ich meine ja nur, also das ist, sprich, es gibt auch den Teil, der wirklich episch, hochgradig, heldenhaft mit dieser Erkenntnis, mit diesem großen Ansatzpunkt, man als Gruppe sich dahin führen kann. Ich meine, D&D geht meist ja halt ein bisschen schneller alles. Ne? Da steht man halt gerade vor dem Drachen, der die ganze Welt bedroht. Und es ist bei DSA dann doch etwas feinspitziger, sage ich mal. Aber im Endeffekt kann es tatsächlich doch zu der großen Erkenntnis und dem großen Ganzen kommen. Ja, und vor allen Dingen könnte man auch ein Szenario bauen und das nutzen irgendwie. Vielleicht haben Wissende und Hesindekirche oder Nanduskirche oder irgendjemand, der sich dem Wissen verschrieben hat, genau diese Sache schon herausgefunden. Und die Heldengruppe eskortiert jemanden, der vielleicht schon ein bisschen eigentlich zu den Noeniten gehört, ob dieser Erkenntnis. So ein bisschen hat auch so einen Cthulhuiden Einschlag, dieses der Macht ausgeliefert sein und so. Und man begleitet diesen Wissenden, der diese Nachricht halt in einen hohen Tempel bringen muss, um vorzubereiten und so. Und die namenlosen Horden versuchen oder die namenlosen Jünger versuchen, diese Nachricht irgendwie aufzuhalten oder so. Wäre auch wieder eine tolle Spielidee für ein eigengeschriebenes Abenteuer. Also da kann man sogar einen guten NPC, denke ich, als Grundlage benutzen, weil der gute Abdul Elmasar aus der Filiason-Saga passt ja schon fast wie die Schablone da drauf. Und wo wir schon beim Spoilern von den Klingen der Nacht waren, das eigentliche Ziel bei den Klingen der Nacht ist es ja, einen Tagesherrscher zu befreien, also jemanden, der also einen Dämon, der einen sechsten namenlosen Tag beherrscht. Und das würde den Machteinfluss des Namenlosen ja deutlich steigern. Also wer da in die Richtung einen epischen Megaplot plant, empfehle ich auf alle Fälle diese zwei Ansatzpunkte. Da kann man auf alle Fälle gut reingehen. Ja, mit Blick auf die Uhr bleibt mir nochmal zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ich hoffe, wir haben euch ein paar Ansatzpunkte mitgegeben, wie ihr mit dem Namenlosen in eurer Gruppe irgendwie bespielen könnt, wenn ihr Interesse daran habt. Und wie das die namenlosen Jünger, die hier versammelt sind, natürlich immer machen, muss ich euch jetzt leider sagen, am Ende der Folge angekommen, seid ihr nun verfallen dem Namenlosen und seinen Ideen, oder? Seinen Ideen, und das war ja unsere Idee, euch hier zu verführen mit der 13. Folge in den Kult des Namenlosen ein bisschen einzuladen. Und ja, wie schon du gesagt hast, wenn ihr bis zum Ende da geblieben seid. Solltet es besser wissen, als die 13. Folge bis zum Ende zu hören. Ja. Ich kann an der Stelle übrigens noch das Transmutarium ganz gut empfehlen, wer sich so ein bisschen mit Chimären und Daimonidenwesen und all den Spezies, die es so gibt, vielleicht noch ein paar Ideen braucht, ans Herz legen. Mir selbst gefällt das tatsächlich ganz gut, im Gegensatz zu manchen anderen Werken, die so Monster in die Welt stellen. Ja, aber Ideen gibt es ja ganz viele. Ansonsten in den offiziellen Abenteuern und Kampagnen
gibt es ja auch genug. Die Phileason-Sage habt ihr jetzt hier nochmal ins Boot geworfen. Aber das wäre, glaube ich, eine ganze Folge für sich. Irgendwann. Ja, vielen, vielen Dank an Onkel Behemoth und an Julikais, dass ihr die Zeit geopfert habt als Opfergabe für den 13. für heute. Und an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Falls ihr jetzt irgendwie denkt, ihr habt jetzt ganz viel vergessen über den 13., ich weiß noch super viel und ich möchte was beitragen und die Fragen habe ich noch und so. Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Der Onkel Behemoth kann es bezeugen. Wir nehmen gerne hier Gäste auf und die mit uns hier zusammen sprechen. Schreibt in die Kommentare was rein, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, die ihr besprochen haben möchtet. Gerne auch Bewerbungen fürs Mitmachen. Falls ihr Lust habt, irgendwann mal mit einem von uns oder mehreren von uns hier zu quatschen, immer, immer gerne. Wir nehmen das alles sehr, sehr gerne. Auch Themenwünsche auch. Ja? Auf jeden Fall. Und jede Folge, die durch 13 teilbar ist, wird definitiv mit dem Namenlosen zu tun haben, oder? Müssen wir uns mal überlegen. Material genug wäre da. Wir könnten noch so ein Suchspiel machen irgendwie. Ne? Finde die Spuren des Namenlosen in den ganzen Podcast. Podcasts. Ja. Das verraten wir dann aber, wenn es du gewinnst ein Fitzelchen Macht als Spielleiter in Aventurien. Naja, das Trinikarium. Ja, vielen Dank, Leute, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder mit etwas vielleicht völlig anderem oder vielleicht mit noch mehr namenlosen Schrecken. Wer weiß das schon so genau in diesen Zeiten? In der 13. Folge kann man so etwas nicht wissen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.